Neues aus der Rubrik Märchenhaftes Kochen. DDR-Jägerschnitzel in neuem Gewand und neuer Form. So wird aus DDR-Jägerschnitzel das Märchen Sterntaler. Wie ich dieses märchenhafte Gericht erstellt habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch, ihr könnt sie aber auch unter dem Video nochmal nachlesen. Und noch ein Hinweis, die Nudeln sind gekauft, die Paprikasauce ist aber selbst gemacht. Wie ihr würzige Paprikasauce einkochen könnt, so dass sie haltbar bleibt, das zeige ich euch in diesem Video hier oben. Und dann beginnen wir auch gleich mit der Paprikasauce. Die wird in einem kleinen Topf langsam erwärmt. Währenddessen schneiden wir die Jachtwurst in ca. 5 mm dicke Scheiben. Wenn alle Scheiben geschnitten sind, werden mit Hilfe eines sternförmigen Aufstechers Sterne aus den Scheiben ausgestochen. So entsteht aus jeder Scheibe einmal ein Sternring und einmal der Stern selber. Die Sternringe habe ich mit einer Vollkorn-Knäckebrotpanade paniert und die Sterne selber mit ganz herkömmlichen Paniermehl. Für die Vollkorn-Knäckebrotpanade habe ich Vollkorn-Knäckebrot in einen Mixer getan und so lange gemixt, bis alles fein püriert war. Wenn dann alles paniert ist, wird der Käse noch etwas feiner geschnitten. Dann werden zwei Eier aufgeschlagen, der Käse dazu und ein Löffel Senf. Alles gut miteinander verrühren und dann geht's ans Braten der Sterne. Als erstes werden die Sternenringe gebraten, denn die kommen später nochmal in den Ofen. Wenn die Sterntaler dann alle gebraten sind, werden sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech umgesetzt. Und hier werden sie mit der Käse-Ei-Senf-Mischung gefüllt. Jetzt kommen sie für 10 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Ofen. In der Zwischenzeit können dann die Sterne gebraten werden. Auch hier kommt noch etwas von der Käse-Ei-Senf-Mischung drauf. Die Sterne kommen dann nochmal für 5 Minuten mit in den Backofen. Und so sieht das Ganze dann fertig angerichtet auf dem Teller aus. Ich wünsche viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.